Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich habe am vergangenen Sonntagabend und Montagabend einen Zweiteilerfilm angeschaut, Altes Land, nach einem Bestsellerroman von Dörte Hansen. Dieser Film erzählt von den spannungsvollen Beziehungen einer alten Frau zu ihrer Vergangenheit. Sie ist ein Flüchtlingskind. Mit ihrer Mutter findet sie nach dem Krieg Aufnahme auf einem Obsthof im alten Land vor den Toren Hamburgs. Dort wird sie mehr schlecht als recht geduldet. Ihre Mutter heiratet den Sohn des Hauses, geht dann aber später weg, wegen eines anderen Mannes. Und sie lässt sie, die Tochter, zurück. Das prägt sie, das macht sie hart und bitter. Sie hat Schwierigkeiten mit ihren Mitmenschen, mit den Nachbarn, mit ihrer Halbschwester, ihrer Nichte und deren Sohn, die bei ihr Hilfe suchen. Sie möchte sie gar nicht aufnehmen. Nur mit einem einzigen Nachbarn, einer alten Jugendliebe, aus der aber nichts geworden ist, versteht sie sich so einigermaßen. Am Ende lösen sich all die Spannungen, die dieser Film zeigt, aber irgendwie auf. Ich war über weite Strecken von diesem Film fasziniert, aber am Schluss dachte ich mir, ist das nicht zu kitschig? So viele Probleme und am Ende wird doch irgendwie alles wieder gut. Ist denn das Leben wirklich so, dass wir das erleben? All das, was uns Mühe macht, die Schwierigkeiten, die wir mit anderen haben, wir kriegen es am Ende doch irgendwie hin. Und dann dachte ich, aber andererseits sehnen wir uns nicht alle danach, dass es am Ende gut ausgeht, dass es wirklich gut wird, dass es ein Happy End gibt. Als Ermutigung für das eigene Leben, für unsere Welt, so verworren und verkehrt im Moment auch alles sein mag, es wird ein gutes Ende finden, daran will ich glauben. Warum so eine große Sehnsucht bei uns nach diesen Heile-Welt-Filmen und nach den Schlagern, in denen alles gut ausgeht? Weil wir doch im Inneren Sehnsucht haben nach Geschichten, die gut ausgehen, dass sich am Ende doch alles auflöst. Wie sehr brauchen wir Ermutigung und eben nicht Resignation? Ich hoffe sehr, dass auch unser Pfarrer weiterhin optimistisch bleibt. Diese Mail habe ich letzte Woche bekommen von einem Gemeindeglied. Und das hat mich sehr gefreut, weil es mir deutlich gemacht hat, was eigentlich unsere Aufgabe ist, was meine Aufgabe als Pfarrer ist. Ich bin nicht gefeit davor, dass die Dinge mich entmutigen. Man erlebt schwierige Zeiten, man sieht Schwieriges in den Nachrichten. Und das drückt aufs Gemüt. Und dann die bange Frage, was bringt die Zukunft? Wie werden wir leben? Ich hoffe sehr, dass auch unser Pfarrer weiterhin optimistisch bleibt. Der Hinweis tat gut. Ich muss nicht einstimmen. Ich darf nicht einstimmen in die Klagelieder, die überall gesungen werden, wie schlimm doch alles ist und wie schwierig die Zeiten sind. Und bis dahin, dass Leute sagen, in dieser Welt kann man doch keine Kinder mehr hineinsetzen. Stimmt das wirklich? Gibt es nicht Grund zur Zuversicht? Hätte ich als Pfarrer nicht allen Grund dazu, Zuversicht und Hoffnung zu vermitteln, trotz all dem, was uns das Leben so schwer macht? Ja, es gibt in dieser Welt auch die Optimisten. Die kann nichts erschüttern. Mag sein, was will. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann mach Limonade daraus. Ein netter Spruch. Aus allem eben immer das Beste machen, aber ehrlich, wer schafft das denn immer? Always look on the bright side of life. Wer schafft es denn immer, das Gute zu sehen und das Schlechte einfach wegzudrücken? Viele sind dieser Tage unzufrieden und werden ungeduldig, wenn sie sich einschränken müssen. Auch als Christen sind wir nicht Lebenskünstler und Berufsoptimisten, denen nichts etwas anhaben kann, die einfach über den Dingen schweben. Aber, und das ist entscheidend, wir glauben an einen Gott, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Und der hat versprochen,
dass am Ende alles gut wird, dass er die Dinge neu machen wird. Davon redet der Text, den wir in der Schriftlesung gehört haben, unser heutiger Predigttext. Und das rückt alles in ein anderes Licht. Ich mag wohl bedrückt sein, aber ich resigniere nicht. Meine Hoffnung ist nicht nur ein Wunschtraum, weil ich es gerne so hätte. Und dann muss man eben sich an das Gute klammern. Es ist nicht nur das Pfeifen im dunklen Wald. Wir haben Gottes Zusagen. Unser Optimismus kommt nicht aus uns selbst. Er hat einen guten Grund. Wir sind heute Morgen zum Gottesdienst hier auf dem Friedhof zusammengekommen. Viele Male sind wir in diesem Jahr hier gestanden, um Abschied von einem geliebten Menschen zu nehmen. 38 Namen wurden hier verlesen. Oft waren wir gezwungen, nur in ganz kleinem Kreis zusammenzukommen. Aber wie groß war unsere Sehnsucht, als wir da einen lieben Menschen zum letzten Gang begleitet haben, dass doch alles gut wird. Für den Verstorbenen selbst, der vielleicht krank und schwach war, pflegebedürftig, vielleicht dement. Wie wichtig war das, ein friedliches Sterben zu erleben. Und wie schwierig, wenn es ein mühsamer Kampf war. Wie wichtig die Hoffnung, dass es den Toten nun besser geht und dass wir uns einmal wiedersehen, dass die Dinge gut werden. Die Schriftstellerin Tanja Blixen hat über diese unsere Sehnsucht geschrieben: Bis zu diesem Tag hat noch niemand gesehen, dass Zugvögel ihren Weg nehmen nach wärmeren Gegenden, die es gar nicht gäbe. Oder dass die Flüsse ihren Lauf durch Felsen und Ebenen bahnen und einem Meer entgegenströmen, das gar nicht vorhanden wäre. Gott hat gewiss keine Sehnsucht erschaffen, ohne auch die Wirklichkeit zur Hand zu haben, die als Erfüllung dazugehört. Unsere Sehnsucht ist unser Pfad. Am Ende wird alles gut und unsere Sehnsucht wird erfüllt. Das vorletzte Kapitel der Bibel, aus dem dieser Predigttext stammt, redet davon. Am Ende wird nicht das Leid, wird nicht der Tod, werden nicht die Schmerzen und die Tränen das letzte Wort haben. Am Ende wird Gott sprechen, wie am Anfang der Zeit. Er sprach und es geschah. Das Wort, das er sagt, heißt: Siehe, ich mache alles neu. Das ist sein Versprechen. Und dem glauben wir als Christen. Wir glauben diesen Worten mehr als dem, was wir vor Augen haben. Er, unser Gott, hat Macht, diese Worte Wirklichkeit werden zu lassen. Er gibt uns, seine geliebten Geschöpfe, nicht einfach der Verlorenheit preis. Und dieses Neue wird so beschrieben: Da kommt eine Stadt vom Himmel, von Gott wie eine geschmückte Braut. Es ist Hochzeit, das schönste Fest, das wir kennen. Da dürfen zwei für immer zusammen sein. Die heilige Stadt Jerusalem kommt zu uns. Von oben, nicht von uns Menschen gebaut. Wir wissen ja, wie die Dinge sind, die wir machen. Wie viel Eigensinn, wie viel Egoismus, wie viel Missgunst und Neid mit dem verbunden ist, was wir schaffen. Wie viel Leid und Tränen unsere Versuche für Frieden und Gerechtigkeit zu sorgen uns begleiten. Wir sehen es an der Realität der Stadt Jerusalem durch die Geschichte bis heute. Wie viel Leid, wie viel Tränen, wie viel Unfrieden bei dem, was Menschen versuchen. Nein, Johannes sieht eine Stadt von oben, von Gott her, von ihm selbst gebaut, die Stadt des Friedens, Wohnung und Schutz. Und Gott wird bei uns wohnen, Tür an Tür, und wir werden sein Volk sein und er wird unser Gott sein. Wie eine Mutter nimmt er uns, seine weinenden Kinder, auf die Arme und wischt uns die Tränen ab und alles ist gut. Kann man in dieser Welt leben ohne solche Hoffnung? Wir sind eingeladen, dieses Wort heute neu zu hören und ihm zu glauben. Siehe, ich mache alles neu. Und uns diesem Gott anzuvertrauen, mit allem Schweren, mit allem Leid. Und darauf zu vertrauen, dass unsere Sehnsucht, dass alles neu wird, erfüllt wird durch ihn. Siehe, sagt Gott, siehe, ich mache alles neu.
Wo sehen wir das denn? Wir sehen es nicht an den Ereignissen dieser Welt. Wir sehen es an Jesus Christus. Daran, wie er Kranke heilt, wie er Sündern vergibt, wie er die bösen Geister vertreibt. Und daran, dass er am dritten Tag auferstanden ist von den Toten. Gott hat uns ein Zeichen gegeben für dieses Neue, das er auch mit uns schaffen wird. Unsere Sehnsucht ist nicht nur ein frommer Wunsch. Sie trägt den Namen Jesus Christus. Deshalb sind wir gewiss, dass am Ende alles neu und gut wird. Amen.